Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Weekly Vlog. Heute am, was haben wir denn, 3. April? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem Weekly Vlog am heutigen Sonntag, dem 3. April. Ja, ich bin gerade auf meinem wöchentlichen Sonntagsspaziergang und bin jetzt hier in der Innenstadt angekommen, nachdem ich dann schon so gut anderthalb, zwei Stunden unterwegs war und dachte mir, ich nehme jetzt mal noch eben alles auf für dieses Weekly Vlog, um euch zu erzählen, was es denn in dieser Woche so Interessantes gab. Es war gar nicht so viel, aber das Besondere ist, deswegen stehe ich hier auch, mein Umzug hier im Emma Kreativzentrum. Aber dazu erzähle ich euch mehr, wenn ich an einem etwas wärmeren Ort stehe. Auch wenn der Tag heute nämlich schon sehr schön warm ist und ich hier mit T-Shirt unterwegs bin, wird es jetzt im Schatten doch ein bisschen schattig. Aber zum Glück kenne ich da einen Ort, wo jetzt noch ein bisschen Sonne scheinen durfte, der sich toll eignet, um euch zu erzählen, ja, was es diese Woche eben bei mir gab. Bis gleich. So, ich befinde mich jetzt auf der Dachterrasse des Emma. Und es ist doch ein bisschen schattiger, als ich gedacht habe. Boah, okay. Ja, es ist natürlich erst April. Da darf man das ganze Wetter noch nicht wirklich überschätzen. So warm, wie die letzten Tage einem das vorgemacht haben, ist es am Schluss dann doch noch nicht. Emma Dachterrasse, das ist immer so meine Lieblingslocation, wenn es irgendwie darum geht, ein bisschen Stimmung einzufangen, weil guckt euch diesen Blick auf Pforzheim an, gerade jetzt mit untergehender Sonne. Wenn ich mal so ein bisschen mich drehe, also hier die Dachterrasse und man das so in voller Pracht sehen könnt, das ist doch fantastisch, oder? Und vor allem hier dieser Turm, der Uhrenturm, bei dem die Uhr jetzt auch wieder funktioniert. Also echt fantastisch, ich bin hier wahnsinnig gern. Ja, Corona-bedingt können jetzt hier gerade leider keine Veranstaltungen stattfinden, was so die letzten Jahre dann doch immer wieder gerade im Sommer passiert ist. Da hat sowohl das Team vom Emma immer wieder Feste mit abgehalten, zum Beispiel unser tolles Quartierfest oder, ja, oder auch unser Sommerfest, immer ganz toll. Es gibt aber auch so ein paar kleinere Gastronomen, die hier oben gern mal in den schönen Monaten eine Außenbewirtung machen, weil sie sonst keine Chance dazu haben. Das ist auch immer großartig. Ja, ich bin gespannt, ob das dieses Jahr so tatsächlich möglich ist. Das Gebäude hier ist ja denkmalgeschützt. Dementsprechend ist alles immer so ein bisschen, ja, ja, ein bisschen schwierig auch instand zu halten und so weiter. So war zum Beispiel die Uhr vor einiger Zeit einfach kaputt. Das war so durch diese Herbst-Winterstürme ging das Uhrwerk, weil es halt einfach auch schon, ja, mehr als 100 Jahre alt ist, einfach mal auch kaputt. Keine Zeiger mehr an der Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Oder standen die nur? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr richtig. Auf alle Fälle war kaputt und war schon auch ein ziemlicher Aufwand für die Stadt, hier dieses Uhrwerk wieder reparieren zu lassen. Aber sie haben es tatsächlich gemacht, was mich sehr freut. Ja, das Gebäude an sich ist ja entstanden als als Bürgerbad. Ja, also die Stifterin, die besagte Emma Jäger, das war die Tochter eines Goldschmieds und Ehefrau eines erfolgreichen Kaufmanns aus Hamburg. Selber gebürtige Pforzheimerin, und die zog dann, nachdem ihr Mann verstorben war, doch mit ziemlich viel Geld wieder zurück nach Pforzheim. Hatte selbst keine Kinder und hat daher
einen Teil ihres Vermögens in eine Stiftung eingebracht, mit der Aufgabe, eine öffentliche Badeanstalt in Pforzheim in ihrem Namen zu gründen. Das hat man dann auch tatsächlich gemacht. Und viele Pforzheimer haben ganz tolle Erfahrungen mit dem Emma-Jäger-Bad oder eben halt auch kurz Emma, wie das genannt wurde. Und irgendwann hat man dann hier entsprechend, das kann ich euch mal noch so zeigen, nebenan das neue Emma-Jäger-Bad gebaut. Das sollte etwas neueren, also das sollte nicht nur Badeanstalt sein, sondern das sollte halt auch entsprechend größeres Publikum und natürlich auch der gestiegenen Bevölkerung in Pforzheim gerecht werden. Und irgendwann war der Badebetrieb im alten Emma-Jäger-Bad einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten. Also ihr könnt euch vorstellen, hier gibt es ein riesengroßes Schwimmbecken in dem Gebäudeteil da drüben, wo ich euch jetzt leider gerade noch nicht mit hinnehmen kann, weil ich dafür keinen Schlüssel habe. Aber auch dafür wird sich eine Gelegenheit bieten. Irgendwann war ja eben dieser Badebetrieb nicht mehr möglich, ja, weil Millionen Liter Wasser in diesem Becken bedeuten natürlich auch ein paar Millionen Kilogramm Gewicht, die dann dementsprechend auf so eine Beckenkonstruktion und das Fundament und so weiter mitwirken. Und er hat dann dementsprechend das alte Emma-Jäger-Bad geschlossen, war nicht mehr für den Schwimmbetrieb geeignet. Aber das Gebäude war einfach schon unter Denkmalschutz gestellt. Ja, man konnte also nicht einfach hergehen und konnte sagen, ja, man reißt da jetzt einen Teil davon ab und baut entsprechend neu auf. Auch allgemein Sanierungsarbeiten waren wohl schwierig, weil sich natürlich zwischenzeitlich auch sehr viel baurechtliche Dinge und Anforderungen an so ein öffentliches Gebäude gewandelt haben. Und damit stand die Stadt Pforzheim dann natürlich mit einem Problem da. Sie hatte ein großes, tolles Gebäude, das ursprünglich mal als Bad gedacht war, das jetzt aber so als Bad nicht mehr einzusetzen war. Und man kam dann darauf, dass man entsprechend andere Institutionen hier mit im Gebäude unterbringt. Das war anfänglich, so wie ich das weiß, mal Pro Familia, also eine Organisation, die sich um die Belange von jungen Familien und auch alleinerziehenden Müttern und so weiter kümmert. Ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob die städtisch sind oder nicht. Ob man denen das einfach nur vermietet hat, zeitweise. Naja, und irgendwann später wurde dann die Wirtschafts- und Stadtmarketing Pforzheim, also unser lokales Unternehmen, das eben zur Wirtschafts- und Stadtförderung gegründet wurde, hier der Mieter. Und da hat man sich entschlossen, mit EU-Mitteln ein Kreativzentrum zu gründen. Und das ist das, wo ich jetzt auch dementsprechend bin, das Emma Kreativzentrum. Ja, Ende 2017 hat mir ein Freund hiervon erzählt, dass es das gibt. Und ich bin mal mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren, weil wir hier ja ganz toll an der Enz liegen. Und dachte mir so, ah, okay, mal interessant, was gibt's da? Hab für mich auf meinem Lebensweg in der Phase auch entschlossen, okay, ich will mehr wieder im kreativen Bereich mit Computerspielen machen. Ich will meine eigenen Computerspiele designen und daran arbeiten. Das will ich aber eigentlich nicht unbedingt von zu Hause aus machen, weil Arbeit von zu Hause aus hat immer ja, so ein bisschen den Anschein eines Hobbyisten. Auch wenn man mich jetzt tatsächlich als Game Designer nicht als großen Profi bezeichnen darf. Ich selbst definiere mich immer als Solo-Developer, um mich auch so ein Stück weit von den professionalisierten Indies abzugrenzen. Bin ich dann hier einfach mal im Jahr 2018 hier vorbeigekommen, habe mal hier bei den Mitarbeitern nachgefragt, was die denn hier so anbieten. Habe natürlich auf der Webseite schon gesehen, hier gibt es Coworking und
Hier gibt es Ateliers und hier gibt es Büroräume. So, und dann wurde mir das dann entsprechend gezeigt. Und ich war dann ziemlich erstaunt, weil das Ganze wirkte tatsächlich nicht so sehr wie ein städtischer Betrieb. Also die Leute hier sind überhaupt nicht so drauf wie der klassische Mitarbeiter im Rathaus. War schon ganz toll. Der Fabian Jäger hat mir hier dann alles erklärt. Also Fabian ist der Objektmanager hier vom Gebäude, also trägt dann quasi die Aufmerksamkeit oder ist entsprechend fürs Gebäude an sich verantwortlich und alles, was darum passiert. Und irgendwann kam dann auch die zuständige Abteilungsleiterin der Abteilung Kreativwirtschaft, zu dem das Emma eben gehört, vorbei, als ich mich dann gerade entschlossen hatte, hier im Coworking mich einzumieten. Und meinte so, ah, du bist hier neuer Mieter, ja, hallo, ich bin die Almut. Ja, okay. Und damit habe ich unsere liebe Almut Benkert kennengelernt. Das war super toll. Und ich werde heute auch noch dafür zitiert, dass ich damals wohl den Spruch gebracht habe, so, aber mal eine ernsthafte Frage, ihr seid trotzdem städtisch, oder? Ich konnte das echt nicht fassen und ich kann das heute auch nicht fassen, weil das sind unglaublich tolle und sehr wohlmeinende und hilfsbereite Menschen alles, die sich echt immer auch ein Bein dafür ausreißen, dafür, dass die Leute, die hier ihr Lager aufgeschlagen haben, also sprich ihren kreativen Tätigkeiten nicht nachgehen wollen, auch tatsächlich kreativ sein können. Das ist immer Wahnsinn. An der Stelle, ich habe das, glaube ich, noch nicht oft genug gesagt, danke Leute für eure ganze Mühe. Und das war, wie gesagt, 2018. Ich hatte dann Platz im Coworking und jetzt stand entsprechend für mich persönlich ja an, nachdem mein letzter Job jetzt zu Ende ging, dass ich wieder als Selbstständiger arbeiten mag. Und ich hatte da schon vor einiger Zeit hier im Haus mal angefragt, wie es denn aussieht mit Büromöglichkeiten, ob ich mich hier noch entsprechend mit einmieten kann. Was immer ein bisschen schwierig ist, weil es gibt viele Leute, die hier gern als Mieter sich einquartieren würden. Eben weil es hier ganz tolle, ja, weil hier eben einfach ganz tolle Rahmenbedingungen herrschen. Ja, und dann hat man mich dementsprechend mal auf die Warteliste gesetzt. Ja, das ist so das typische Vorgehen. Warteliste heißt, wenn was entsprechend Passendes für dich frei wird und dann dementsprechend aus der Abteilung Kreativwirtschaft auch die Meinung herrscht, du passt gut mit ins Gesamtbild des Hauses, also du bist eine entsprechende Ergänzung und Bereicherung, dann macht man dir ein entsprechendes Angebot. Ja. Und jetzt näherte sich dann der April, der Monat, wo ich dann tatsächlich nicht mehr angestellt war, wo es dann entsprechend jetzt für mich losgeht, meine Selbstständigkeit zu planen und alles entsprechend in die Wege zu leiten. Und vor 14 Tagen kam man dann auf mich zu, also ein bisschen mehr als 14 Tagen kam man auf mich zu und meinte dann so, du Micha, du hast doch mal angefragt, ob du hier ein Büro haben kannst. Zum Ende März wird hier gerade eines der Büros frei. Also hier sind gerade mehrere Büros frei geworden, weil sich verschiedene Leute dazu entschlossen haben, dieses ganze Spiel unserer Regierung einfach nicht mehr verkraften zu können, was die Corona-Situation angeht. Was sehr schade ist, weil wir dadurch nämlich tatsächlich tolle Menschen auch jetzt hier aus dem Umfeld verloren haben. Aber das ganze Thema, wie man in der Corona-Krise mit den Kreativen und Künstlern umgeht, das ist ein eigenes Thema. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, das macht mir bloß schlechte Laune. Entsprechend, ja, hat man mir eben ein Büro mit angeboten, von wegen so, das wird hier wie gesagt frei. Da kannst du entsprechend mit einziehen, wenn du noch Interesse hast. So, und ich hatte natürlich Interesse. Ich habe mir vorher schon überlegt, so, okay, ich mag meinen Platz, den ich hier im Coworking hatte, nicht aufgeben, weil ich den ja eben auch schon Jahre hatte.
Im Coworking kann man einfach sich so einmieten, entweder tagesweise oder es gibt auch so ein 10er-Ticket. Man kann sich aber auch für Monats- oder Halbjahresweise einmieten. Da gibt es entsprechende Möglichkeiten und da unterliegt man auch keinen großen Anforderungen. Wenn ein Tisch frei ist, dann kann man sich den dementsprechend hier mit anmieten. Also wen das interessiert, ich verlinke das Emma einfach mal mit in der Infobox. Da kann man sich dann dementsprechend im Detail informieren. Übrigens zu Konditionen, die in anderen Städten nicht zu finden sind. Ja, also das ist so ein preisliches Entgegenkommen hier, wo man echt sagen muss, fantastisch. Also das sind tatsächlich EU-Hilfen, die hier eingesetzt werden, die tatsächlich mal sinnvoll sind, um eben hier den kleinen ganzen Kunst-, Kultur- und Kreativschaffenden ein bisschen Unterstützung zukommen zu lassen. Und jetzt bin ich hier tatsächlich Mieter eines Raums mit 10 Quadratmeter. Ich habe natürlich am Donnerstag, als der Tag kam, wo ich tatsächlich umgezogen bin, noch ein bisschen was aufgenommen. Das blende ich euch jetzt hier einfach mit ein. Heute ist der 1. April und das, was ich jetzt hier aufnehme, ist kein Aprilscherz, denn ich räume meinen Platz im Emma Coworking Space. Am Platz, wo ich jetzt seit doch etwas mehr als 3 Jahren an meinen Games gearbeitet habe, mich sonst kreativ austoben konnte. So ein bisschen auch kreativer Mittelpunkt der letzten Jahre gewesen ist. Ja, der ist jetzt gekündigt. Das ist jetzt vorbei. Jetzt heißt es alles abbauen. Und in die neue Heimat bringen. So, und jetzt komme ich in meinen neuen Wirkungsbereich, nämlich in mein neues Büro, ebenfalls im Emma Kreativzentrum, aber jetzt im 2. Obergeschoss und ein eigenständiges Büro mit hübschen 10 Quadratmetern. Richtig ausreichend für mich. Und die Leute vom Emma waren schon so cool drauf und haben mir einen Schreibtisch geliehen. Ich kann also jetzt schon gleich loslegen und für meine Kunden IT-Schulungen und Konzepte dafür entwickeln und Serious Games programmieren. Das war also mein Umzugstag am Donnerstag, wo ich entsprechend im Kreativzentrum aus dem Coworking in mein eigenes Büro umgezogen bin. Ja. Mein Raum ist natürlich unmöbliert. Ich habe mir einen Tisch organisiert und einen Stuhl. Von meinem Vormieter habe ich noch eine Couch mit im Raum stehen. Aber jetzt geht es natürlich noch daran, dass ich mir weitere Möbel irgendwo besorge. Das wird ohnehin jetzt gerade auch noch ganz spannend, weil eigentlich muss ich mich diesen Monat natürlich auch darum kümmern, ja, mein Business in die Gänge zu kriegen. Also das heißt, Businessplan schreiben, entsprechend Förderung beantragen. Ich gehe spannenden Zeiten entgegen. Deswegen frage ich jetzt einfach auch noch mal erneut nach eurer Unterstützung. Ihr wisst ja, ich habe mir das Ziel gesetzt, ich möchte 1000 Abos für meinen Kanal und ihr könnt mir dabei mithelfen. Ihr könnt, wenn ihr das noch nicht getan habt, hier diesen Kanal ganz kostenlos abonnieren. Wenn ihr die Glocke neben den Abo-Button drückt, dann werdet ihr auch informiert jedes Mal, wenn es von mir ein neues Video gibt. Ihr könnt mir aber natürlich auch gern einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar schreiben. Das hilft mir für den YouTube-Algorithmus und freut mich natürlich auch immer, wenn ich ein bisschen was von euch lese, ja, wenn ich sehe, dass das, was ich euch zu erzählen habe, tatsächlich euch auch gefällt. Das ist immer super cool. Und wie gesagt, hilft mir, dass der YouTube-Algorithmus mich für relevant hält
und dementsprechend meine Videos dann auch anderen Leuten vorschlägt, die dann hoffentlich auch meine Videos cool finden, kommentieren und einen Daumen nach oben geben. Okay, jetzt lasse ich es aber mit dem Betteln. Ich wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und ich melde mich spätestens nächste Woche wieder. Bis dann, danke euch, ciao.